Sehr schwer. Quatsch. Mal, wo sind wir hier? Wir sind. Uah. Da vorne sind Schafe. Ach du Scheiße, da sind wir schon. Aber wir haben noch keine Türen drin. Oh, ein Eisen. Sehr löblich, Mr. Zombie. Sehr löblich. So. So, jetzt schnell ab ins Bett, bevor die Monster hier überhand nehmen. Dann machen wir uns auch gleich die Türen. So. Das ist jetzt so das Erste, was wir dann einsetzen werden. Denn das ist schon. Wozu bauen wir eine Mauer, wenn wir da Lücken drin haben? Ja, aber NPCs sind keine mehr reingefallen. Ah, und ein paar Halbsteine bitte. Das ist, glaube ich, das Unterstübchen, oder? Nee, der steht wirklich da drin. Das möchte ich mir mal aus der Nähe ansehen. Wie das Skelett das geschafft hat, da drin zu spawnen. Nee, wenn es nämlich ein Skelett schafft, da drin zu spawnen, dann schaffen das die anderen Viecher auch. Und sobald ein Zombie darin spawnt, da haben wir die Apokalypse. So, hier ging's rein. So, das Skelett stand irgendwo hier. Nee, scheint wohl doch drunter. Nee, scheint wohl doch eine Etage drunter gespawnt zu sein. Oder? Warte mal, kann das sein? Hi. Okay, das hat's erklärt. So, aber jetzt schnell zur Mauer. Wow, sieht das hier verschattet aus. Verschattet, auch ein schöner Begriff. So. Dann fangen wir mal da hinten an. Mäh. Das ist grau. Okay, stimmt. Es kann bei der ersten Ladung gespawnt sein. Graue sind ja auch im Standard-Spawner enthalten. Haha, da war ich mal ein bisschen schwer. Sehr leichtsinnig, den hatte ich gar nicht gesehen. So. Die Ladezeiten sind jetzt richtig beschissen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es kann theoretisch. Ach, da vorne hatten wir erstmal noch die eine Tür. Es kann theoretisch wirklich daran liegen, dass hier so viele Tiere in der Ecke sind. Mal ganz kurz, Power möchte was von mir? Wir haben A-Fehler in Yxa. Oh. A-Fehler sind wirklich dringend. Was ist ein A-Fehler? Keine Ahnung. So, dann, das heißt, ich unterbreche jetzt das Let's Play ganz kurz und rede mit Power. Ah, schade eigentlich, lief doch gerade so gut. So, bis gleich dann.
So, stand. So, da sind wir dann auch schon wieder und können weitermachen. Immer noch die gleiche Aufnahme, immer noch der gleiche Tag wie gerade. Nur jetzt, nach der Unterbrechung, wahrscheinlich ein paar Tage weiter in der Zukunft. So, dort haben wir die Tür reingemacht und dort auch. Das heißt, wir sind hier drinnen nicht sicher, weil wegen Berg. Okay. So. Wir fangen dort hinten an. Und gucken mal, dass wir die Reihe noch fertig kriegen jetzt schnell. Und vielleicht die Reihe daneben. Die Verstrebungen oder vielmehr die Laufflächen sind ja im Endeffekt nur dafür da, dass wir keine Spinnen reinkriegen. Aber so sind wir dann schon mal das andere Gewusel los, wenn wir uns jetzt beeilen und könnten dann theoretisch. Ah, nee, Skelette würden uns daran wahrscheinlich hindern, aber vielleicht spawnen ja keine Skelette. Man darf ja hoffen. Naja, hinten kommt noch wirklich jedes Gesocks drüber. Na, trotzdem wird das relativ schnell gehen. Rohstoffe haben wir, denke ich. Wie viel höher ist das noch? Ein Feld, oder? Ja. So. Und so. Jetzt gehen wir eine Reihe zurück. Ja, es war wirklich nur eine Reihe. Sehr schön. Ja, ich denke, das wird was, dass wir es fertig kriegen. Mit dem Holz. So. Ah. Jetzt wird's auch schon wieder dunkel. Man hätte es nicht Minecraft, sondern Nightcraft nennen sollen.
Denn irgendwie, man fängt an zu spielen und es wird dunkel. So, theoretisch könnten wir jetzt hier noch einen draufstellen. Ja, die Fackeln sollten wir vielleicht auch schon draufstellen. Erleuchten ja doch so ein bisschen hier die Rahmenumgebung. Es ist nach draußen hin arg düster. So. Aber zumindest sehr viel wird am Ende nicht fehlen. So viel kann man jetzt schon absehen. So, Spinnen klemmen hier drunter. Solange es keine Mobs gibt, die jetzt anfangen zu springen. Also wirklich hoch zu springen, so zwei, drei Felder. Obwohl, kommen sie hier rüber? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so ein Zombie nicht doch schaffen könnte. Na, ja, kurz über lang wird das hier eh anders aussehen. So. Oh. Tolle Sache. Uah. Scheiße. Uah. Lass uns von hier lieber drauf springen. Vielleicht ist doch jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man besser auf Tag umstellt. Plansch. Und vielleicht so einen kleinen, winzigen Hochgang anlegt. So. War komisch, da vorne stand ein Creeper am Zaun und ich konnte mich trotzdem hinlegen. So. Ach, Quatsch. So reicht's vollkommen. Das ist ja wirklich jetzt nur ein Hochgang für mich. Weil da dort hinten keine Zombies auf der Mauer gespawnt sind, nehme ich jetzt wirklich mal an. Die Beleuchtung reicht voll und ganz aus. So, und hier waren wir am Bauen. Oh, da hinten ist doch tatsächlich so ein Skelett mit einer Goldrüstung. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt müsste ich eigentlich ein neues Intro-Video machen, denn die Schafställe sehen jetzt ja doch ganz anders aus als in dem Video. Ja, ich muss sowieso mal drüber nachdenken, ob ich das Bildmaterial im Intro nicht update. Ich flieg da ja auch noch an dem Ort vorbei, wo jetzt die Stadt ist, und da ist ja gar nichts los zu der Zeit. So. Ah, da hinten ist die Netherfestung und die Stadt. Und der Friedhof.
Also man sieht es, die Sachen kommen sich langsam sehr viel näher, als wir zu Beginn, als wir das hier angelegt haben, wahrscheinlich gedacht haben. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Biegung drin. Oder wir machen da noch eine kleine Biegung rein. Nämlich hier rum. Eins, zwei, drei. Und fangen dann hier an. Dort kommt dann eine kleine Begrenzung drauf, dass hier keine Monster durch können. Oben drauf kann man ruhig noch ein paar hinstellen. So und so. Und jetzt fangen wir hinten an. Ziehen die Holzwände durch und dann sind wir hier fertig. Damit ist der Teil dann auch saved. Viel fehlt dann gar nicht mehr zum Sichern. Ah, schön wäre es jetzt ja wirklich, wenn wir jetzt dort noch ein kleines Städtchen hinbauen, ungefähr bis hier. Und dann mit dort hinten verbunden. Aber das ist wohl alles nur noch jetzt eine Frage der Zeit. So, dort ein, dort ein, dort zwei. Und gut ist. So, jetzt könnten wir theoretisch mit den paar Steinen, die wir noch haben, so, dass man auch an verschiedenen Stellen hoch kann. So, und wenn jetzt erstmal das Gras so ein bisschen gewachsen ist, dann stellen wir da, wo es geht, noch ein paar hier Zuckerrohrsträucher hin und da, wo es nicht geht, einfach ein paar Blumen. Dann ist das Ganze auch noch schön bunt an den Seiten. So. Der letzte Aufgang kommt jetzt dort hinten hin. Und zwar jetzt hier relativ am Rand. So. Jo, jetzt haben wir eine Mauer und vollständige Ställe. Ach, mal gucken, wie lange sie so aufgeräumt bleiben. Nicht lange. Hier hätten sie runterfallen können. Ja. Aber egal, auf der Seite sind sie jetzt nicht mehr. So, jetzt das erste, was wir machen, wir räumen jetzt die Kisten so weit weg. Oder vielmehr, oder nehmen wir nehmen einfach nur mit, was wir brauchen. Und fangen dann an zu bauen, würde ich schon fast sagen. Was haben wir denn hier? Wir haben Wolle. Jede Menge Wolle, aus der man bauen kann. Holz haben wir hier noch. Was brauchen wir nicht? Sowas hier. Türen können wir gebrauchen. Eisen brauchen wir nicht. Gehirne brauchen wir nicht. Da haben wir noch rote Wolle. Vielleicht so ein paar Dinger für oben drauf. Was auch noch gut wäre, wären Halbsteine für die Dächer. Da haben wir ja hier schon guten Anfang.